Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zurück zu Hearts of Iron 4 mit Frank Reich und der Frage kann Paris. Die Pariser Kommune, das kommunistische Frankreich alleine die Welt erobern. Wir sind auf einem relativ stabilen Weg, aber der Weg ist noch weit. Der Weg ist steinig und schwer. Apropos steinig und schwer. Sperren wir einfach Flughäfen rein. Und Häfen. Boah, das ist wirklich alles mal richtig aus hier. So, den Hafen sollten wir auch auf alle Fälle nutzen. Natürlich. Wir haben ja genug. Wir haben ja. Hä? Warum dachte ich gerade, das wäre ein 600er Flughafen? Bin ich dumm? Ah, okay, ich sehe gerade etwas. Ich sehe etwas, was ihr nicht seht. Ah, okay. Die sind unterwegs. Ja, wird eine Weile dauern. Das Problem ist, ich weiß nicht, inwieweit wir die Versorgungssituation hier hochbekommen. Also Luftüberlegenheit gehört hier einmal komplett dem Feind. Okay, jetzt ist 400 und jetzt haben die anderen sich irgendwie zurückgezogen. Blub. Sorgen auf alle Fälle mal dafür, dass wir erstmal hier irgendwie Luftüberlegenheit bekommen langfristig. Man hat doch auch mit einem scheiß Jägergeschiebe da, Alter. Entschuldigung, Entschuldigung. Ich wollte mich nicht aufregen. Baue ich die dann? Baue ich was mit meiner Panzerdivision eigentlich? Light, Mittel. Ja, okay, wir ändern die jetzt mal auf. Machen jetzt schwere Panzer mit rein. Weiß der eine oder andere, kriege ich gleich wieder einen Herzinfarkt, was ich hier mache. Aber ich mag das so. Ziemlich starke, ausgeglichene Division. Finde ich toll. Da machen wir wieder motorisierte Infanterie mit rein. Und dann nochmal. Paar leichte Panzer. So, vor die Buff. Ich weiß natürlich, jetzt fehlt es an allem. Ich glaube, Luftabwehr brauchen wir nicht. Ne, Unterstützungsartillerie mit rein. Sagt man das Spiel natürlich. Du brauchst schwere Panzer, weil du brauchst nämlich keine schweren Panzer. Wer jetzt gedacht? Und wir bauen schwere Panzer, aber nicht irgendwelche schweren Panzer, sondern natürlich dann ein bisschen bessere. Oh lol, als ob, Alter. Schwere Panzer Arm XA. So, und dafür löschen wir euch einmal raus. Und hauen natürlich jetzt hier die Heavy Tank Produktion hoch. Ja, es wird generell an Panzern gerade, wie wir sehen. Fehlt es uns echt an Infanterieausrüstung? Hey, nee, so ein Quark, Alter. Sein Blödsinn. Verarschen Sie mich doch nicht. Okay, leichte Panzer fehlen auch gar nicht, sehe ich gerade. Mittlere Panzer fehlen auch überhaupt keine. Motorisiert fehlt auch nicht. Also schwere Panzer fehlen, ja. Schwere Panzerartillerie. Nee, das ist eigentlich alles soweit nicht dramatisch. Aber wir sollten mal ein bisschen mehr Military Factories trotz allem bauen. Jetzt, ich glaube, wir sind an einem guten Punkt angelangt. Muss erstmal unbesorgt ein bisschen Military Factories spammen können. Okay. Zweiter Flughafen wird jetzt hier auch in Betrieb genommen. Also noch nicht so wirklich, weil das ist aktuell leider nochmal kaputt gebombt worden. Finde ich ja nicht so nett. Die haben ja gar keine Flugzeuge. Wie schaffen die es denn mit 18 Jägern? Oder wie haben sie es geschafft, mit 18 Jägern hier meine Bemühungen zu zerstören? Suriname. Wie haben die direkt meinen Flughafen hier kaputt gemacht? Was ist denn falsch mit denen? Boah, die machen jetzt aber nicht Naval Invasions hier oder so, ne? Wäre ich ja richtig angepisst. Bei Zutrauen würde ich es denen natürlich. Hafensituation wird besser. Okay, das Ding wurde repariert, sehr schön. Weil das Ding ist jetzt hier da nämlich für unseren Close Air Support. Splitten mal. Egal. Rein theoretisch, wenn das natürlich einzelne Verbände wären. Aber ich habe halt, was ich bis jetzt gesehen habe, ist, dass die Flugzeuge automatisch in die Schlachten eingreifen, entsprechend der Anzahl, die genutzt werden kann oder die genutzt werden müssen. Ich kann mir vorstellen, dass es früher so war,
dass es früher tatsächlich so war, dass das effizienter war. Ich glaube, dass das geändert wurde. Das zeigen meine Erfahrungen, aber die sind auch immer anders, meine Erfahrungen. Hier oben haben wir komplett aufgeräumt. Hier gibt es noch ein paar United States-Typis. Haben sie uns hier natürlich wieder zurückgedrängt. Könnt ihr gerne mal dorthin gehen. Die Hälfte von euch macht noch einen Abschicher dorthin, dass wir die einmal los sind. Sehr gut. Nö, ihr bleibt ruhig hier. Warum die sich auch immer alle gleich zurückziehen müssen, immer, ne? Dürft gerne alle den Krieg beitreten, nicht Angriffspakt, jawohl. So, freie Militärfabriken, gut. Also Infanterieausrüstung halten wir auch ein bisschen Produktion hoch. Schwere Panzer, fehlen 2000 Stück, das dürfte nicht allzu lange dauern. Da haben wir jetzt dann irgendwie 300 Factories, die die Dinger bauen. Und die Russen erhöhen den Druck. Die Russen erhöhen den Druck. Alter, wie viele Divisionen haben die denn da, bitte? Ah, die haben keine Luftwaffe. Das ist so eine beruhigende Sache, sage ich jetzt einfach mal. Genau, und hier baut er das Zeug einfach immer weiter aus. Infrastruktur passt, oder? Ja. Luftstützpunkte immer weiter ausgebaut. Erhöhen jetzt hier natürlich die Flugzeuge nochmal um. Boah, wir schieben jetzt diese richtig guten noch mit rein. Also gegen die dürften sie eigentlich gar keine Schnitte mehr haben. Dann hier auch nochmal 400 Luftnahunterstützung. Mal die B-Variante, wobei die eigentlich auch schon fast unbesiegbar sein sollte. Was wir machen? Dann können wir alle auswählen. Also. Das sollte dann eigentlich hier dafür sorgen, wenn wir jetzt angreifen und dass wir die so hart zusammenschlagen, idealerweise, mit unserer Luftüberlegenheit, dass sie es zwar vielleicht gewinnen können. Okay, die können sie. Nee, die haben gar keine Chance, Alter. Unsere Luftwaffe ist derart überlegen gewesen, dass sie innerhalb von Sekunden sich zurückziehen muss. Sehr schön. Und wenn wir jetzt. Ja, und die sind jetzt sogar alle tot, oder? Nee, ja, verdammt. Nee, das gehört ja zu denen. Ach Gott. Gerade gedacht, wie so ein dummer Junge, dass sie eingekesselt werden, aber. Sind sie ja leider gar nicht. Ein bisschen Upgrades hier, ein bisschen Upgrades da. Dann machen wir nochmal weiter mit unseren Spioneros. Und die entsenden wir dann mal Richtung United States. Natürlich, da gehen United States auch was machen müssen. Ganz logisch. Nicht mit euren Naval Invasions den ganzen Tag. Da kriege ich irgendwann echt Haarausfall. Was ist hier los? Okay, wer hat denn das wieder angestellt? Hä? Warum habe ich die Division dahin gestellt? Ich kann mich nicht mal daran erinnern. Jedenfalls, die Boys machen jetzt hier einen guten Job. Was ich auch mit euch nochmal machen muss, leider. Mal kurz ändern. Und zwar wirklich nur helfen. Und zwar hier ebenfalls und hier ebenfalls. 14 Divisionen braucht ihr. Die habt ihr. Die Japaner sind auf dem Rückzug. Gut. Toll, toll, toll. Finde ich sehr schön alles. Gegen Offensive hier. Die könnt ihr doch vergessen. Schau, wie viel Schaden wir denen machen. Man juckt die nicht so. Doch, man sieht doch. Okay, man sieht schon. Es können nur 4 Divisionen gleichzeitig angreifen, ist der kleine Nachteil. Deswegen fehlt da ein bisschen Effizienz. Die Briten haben hier auch ihre Truppen hergeschickt, das ist sehr, sehr nett. Oh, da gab es Naval Invasions, okay, da müssen wir doch ein bisschen aufpassen. Da müssen wir doch ein bisschen aufpassen. Stellen 12 Divisionen an unsere Küste. Weil ihr seht schon, die sind ja relativ aggressiv, was die ganze Sache hier angeht. Okay, ihr plant schon mal den Gegenstoß. Wie ist denn das hier? Armee 5. Ja, okay, passt. Den habe ich auch den Befehl gegeben. Infanteriepanzerabwehr. Ist auch nie schlecht. Pioniere, das ganze Zeug könnten wir auch nochmal nebenbei erforschen.
So, und dann bereiten wir uns hier unten natürlich vor. Ja, klar, natürlich. Dann bereiten wir uns hier unten natürlich langfristig vor. Die Insel hier als nächstes, denke ich mal. Oder hier natürlich hier die Gummivorräte uns zu holen. Und das hier schon wieder eigentlich. Ach, in der Invasion, okay. Das gehört mir oder gehört das Japan? Ne, das gehört uns. Japan ist ja ein bisschen hellblauer. Wollen mich jetzt gerade flachsen? Haben die jetzt einfach Dingskirchen hier problemlos erobert? Ihr wollt mich doch verarschen, oder? Halt, wir haben es nass gemacht. Habe ich hier 30 Divisionen. Um Provinzen zu verteidigen, für die wir 4 bräuchten. 14 bräuchten. Ah ja, komm. Und dann verarschen die mich hier einfach. Ist doch verarsche. Unfassbar, echt. Da sollst du dich nicht aufregen. Schau ich das an? Schau ich das an? Macht ihr denn? Habt ihr keinen Bock? Wenn ihr keinen Bock habt, müsst ihr mir nur sagen, gell? Weißt, ich denke mir gerade, machen wir Gedanken, wie wir hier das Ganze ein bisschen ausbauen können, wie wir dafür sorgen können, dass hier alle zufrieden sind. Und man dankt es mir wieder mit Verrat und Betrug. Ja, ihr braucht mich hier gar nicht angreifen, weil ihr müsstet eigentlich nochmal checken, dass es keinen Sinn macht, mich anzugreifen. Greifen euch jetzt an. Auch hier, man sieht sofort brutale Luftüberlegenheit. Und wir bauen das natürlich weiter aus. Mit. Ah. Sorry. Mit 500 weiteren Jägern. Die schon mal dorthin gehen. Und sich hier dann auch nochmal 800 Luftnahunterstützung. 2, 6, 7, 8. Leider. Leider, da die Range nicht ganz so wie es mir vor. Also, die haben das hier im Radius drin, das ist cool und so, ja. Aber davon abgesehen, müssen wir gucken, dass wir auch unbedingt weiterhin gleich Flugzeuge und so ein Blödsinn bauen. Dum, 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 dum. Du, du. Push jetzt ansonsten einfach mal weiter. Ihr übernehmt noch den Hafen mit. Wir könnten auch einfach die Boys natürlich beauftragen, die Gebiete zu verteidigen. Wäre natürlich auch möglich. Alter, der Typ ist eh der allercoolste, ne? So, dann bauen wir mal ein bisschen Schiffe, wollte ich sagen. Machen wir auch schwere Schiffsrümpfe. Die schweren Dinger. Sorry. Du warst nicht geplant. Weil, naja, mag ich einfach nicht die Dinger. Ja, sollten auch mal ein bisschen Navy-technisch weiter erforschen. Und wie Truppen haben wir hier in der Zwischenzeit wieder? Wieder 11. Panzer, wie schaut's bei euch aus? Fehlten hier Jäger, Trägerfähig? Ja, ja, ist mir noch wurscht. So, schwere Panzer. Immer noch 863 Malus. Ja, die erweisen sich ein bisschen als hartnäckig, diese schweren Panzer. Das haben wir jetzt hier alles erobert. So. Und dann planen wir einfach mal von hier dort eine Naval Invasion, eine größere natürlich. 24 Divisionen, darfst schon ein bisschen protzen. So, japanische Invasions werden jetzt hier erfolgreich abgewehrt. Das Ding holen wir uns danach. Also erstmal holen wir uns die Insel, die ist, glaube ich, wichtiger. Ja, die Russen, was ist mit den Russen? Die haben ja auch relativ stark sein normalerweise. Schauen wir kurz bei den United States. Da haben wir noch nicht so viele Informationen. Alles klar, auf alle Fälle haben sie richtig große Armee. Das können wir schon mal sagen. So, ihr geht auch mal dort mit hin. Switchen hier quasi einmal komplett den Luftraum. Ah, und hier ist relativ hart umkämpfter Luftraum, wie wir sehen. Die ganzen Häfen und Flughäfen bevorzugen, wenn möglich. Den auch gleich. Flughäfen sind aktuell für mich das Wichtigste, die entscheiden über Sieg und Niederlage. So, ach, ist das schön, ach, hübsch. Ach Dings, britische Union ist Major. Ganz. Was?
Was ist mit denen, Alter, mit 1000 Divisionen, rein theoretisch? Halt, mich doch verarschen, Alter. Hier, die Amis sind ja wenigstens irgendwo Humane, ja. Aber die Russen hier entspannen ja gar nicht. Die Russen sind ja richtig unentspannt, besorgniserregend. Verluste wollte ich gucken. 67.000. Fügt denen kaum Verluste zu. Ich verliere selber irgendwie gegen Japan Truppen ohne Ende. Was ich nicht ganz verstehe, warum ich gegen Japan so viel Truppen verliere. Habe ich irgendwo eine Division oder eine Armee verloren? Nee, ne? Eigentlich doch nicht. Was ist eigentlich mit euch hier? Steht auch nur noch da drum rum. Ich bräuchte auch eigentlich gar nicht mehr. Da unten. Ja, hier ist alles sehr... Die sind wir nicht im Krieg, das ist halt blöd. Das heißt, wir haben hier keine Möglichkeiten, groß was zu machen. Aber Japan ist eh bald Geschichte. Also die Sowjets räumen Japan immer nach und nach auf. Die Volksfront gibt es natürlich auch noch. Amerikanische Allianz ist das hier übrigens. Das ist die Wohlstandssphäre, die wird aber aufgeräumt. Und dann geht es quasi dann darum, auf Japan zu landen und Japan idealerweise vielleicht zum Vasallen zu machen vielleicht. Mal gucken. Wo ist eigentlich meine Navy? Sammelt euch mal kurz, Boys. Und zwar hier. Treffen uns mal alle da unten. Können euch hier gegenseitig alle mal eine... Dings, ne? Könnt euch alle gegenseitig mal begutachten, wie ihr ausschaut. Weil ich was anderes sagen, aber ich hab's gelassen, weil sonst krieg ich wieder Ärger. So, Leute, ihr könnt doch hier... Was hier 2248... 143 Jäger verloren, gegenüber 49, aber wir haben jede Menge Bomber abgeschossen und enorm viele Bomber gestört. 191 Jäger verloren gegenüber 77,12. Ah, es ist noch kein Monat gewesen, oder was, richtig? Achso, diesen Monat, achso. Okay, na gut. Auf alle Fälle, harte Kämpfe hier natürlich, logischerweise. Der Flughafen wird auch gebaut. Gavin Invasions könnt ihr euch alle in die Haare schmieren, erstmal ohne Witz. Schicken den jetzt mal hier hin zum Gebietsverteidigen. Aber nur helfen, bitte. Nur helfen. Der Rest ist mir wurscht. Und es geht auch irgendwann die Manpower. Wir müssen es wieder ein bisschen sparen, tatsächlich politisch Macht, dass wir wieder Gebiete koren können. Sonst irgendwo keine Manpower mehr haben dann. Und ihr entspannt euch wieder kurz. Wir müssen jetzt erstmal ein bisschen unsere Gebiete ausbauen. Infrastruktur vielleicht noch mit. Weiß mich ja schon wundert, dass wir nicht durchkommen gegen die. Na, jetzt hat. Den Hafen hätte ich schon gerne. Port of Spain. Nochmal Verstärkung. Aber diese Panzerdivision, ja, die haut natürlich gut rein hier in der Offensive. Äußerst efficient. Die ganze Zeit hier wieder Verstärkung mit reinschicken. Schicken wir euch auch nochmal mit rein. Zwei Panzerdivisionen, die jetzt hier angreifen. Mit Luftüberlegenheit. Wobei die Luftüberlegenheit nicht mehr so krass ausfällt und auch auf feindlicher Seite jetzt mit dabei ist. Ja, aber wenn du natürlich alle anderen Gebiete verlierst, dann musst du natürlich gucken, wo du bleibst. Kurz einen Check machen, ob hier irgendwas passiert ist. Aber erstmal nicht. Ja, das ist alles gefallen. Japan fällt ebenfalls. Unsere Flotte ist eingetroffen. Sehr schön. Einmal alle Merchy-Merch. Alle Befehle löschen, dass ihr einfach mal hier bereit seid, dann Flotteninvasionsunterstützung zu machen. Ja, eigentlich nicht jetzt. Genau, gehen wir wieder zurück. Was ist hier das Problem? Kein erreichbares strategisches Gebiet ausgewählt. Was? Ah, jetzt hat. Gut, wir können die Autonomie eines Untertanen verringern. Wir könnten das die Sozialistische Republik Deutschland integrieren, will ich aber gar nicht. Habe ich gerade echt kein Interesse daran. Wenn du noch einen Boss. Ah, ihr seid ready? Let's go. Ne, ihr seid noch nicht ready. Noch zwei Tage. So blöd, ey. Gut, das haben wir durch. Das sind alles so kleine Upgrades, die man halt mal machen kann. Panzerabwehr, Infanterie, Panzerabwehr 2. Jetzt beginnt die Naval Invasion auf die Insel. Endlich. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Und von hier aus landen wir bei den Philippinen und von den Philippinen aus dann hier und von dort aus dort. Oder irgendwie sowas, wobei ich denke, ich weiß nicht, wie stark sind denn die Japaner flottentechnisch? Haben wir da Infos?
Ah, relativ stark tatsächlich sogar. Relativ stark trotz allem. So, aber hier haben sie nichts entgegenzusetzen. Immerhin mal etwas. Ja, Japan. 1,3 Millionen haben wir denen zugefügt. Also, zehnfache. Ist ganz gut. Trotzdem schon interesting, wie stark die Japaner trotz allem auch immer noch sind. Oder generell auch. So, eure Naval Invasions, habe ich euch auch schon ein paar Mal gesagt eigentlich. Die könnt ihr euch sparen. Ihr seid hier die Verteidigungssquad. Ihr könnt allerdings wieder zur Armee 1 mit dazu. Ihr greift bitte Port of Spain an. Hoffen wir, das klappt mit unseren Flugzeugen. Oder generell. Weil das gibt uns natürlich auch wieder einen Hafen. Und das liegt außerhalb. Oh Gott. Pass auf, mal kurz folgendes. Fliegt mal kurz dorthin. Greift ihr auch mit an? Da kommen sie. So, von Angreifen habt ihr noch nichts gehört hier, oder? Die Schlafmützen, Alter. Ich schwöre, die greifen einfach nicht an. Ja, sehr Abzug. Ich finde es eher traurig, dass meine Luftwaffe nicht mit angreift. Okay, ist egal, haben wir es trotzdem geschafft. Und die sind richtig am Arsch, weil die sind eingekesselt. Jetzt hat. Jetzt greifen sie uns an. Unseres ist grün, rot, rot, grün. Okay, also meine Luft. Ich weiß ja nicht, warum ich die da hingeschickt habe, meine Flugzeuge, aber die machen gar nichts. Die machen nichts. Wir haben auch irgendwie viel zu viele Flugzeuge hier stationiert. Warum denn? Geht mal dorthin. Ihr geht mal dorthin. Das ist hier nicht. Da ist natürlich, dass es jetzt hier rot ist, macht es auch nicht viel besser, ne? Die bombardieren uns jetzt hier nämlich wieder. Jetzt kann ich dann hier quasi wieder schwere Jäger herschicken, um das Gebiet hier wieder zu verteidigen. Dass wir halt eben jetzt nicht zu viel Verluste erleiden bei unseren Flughäfen. Macht ja auch keinen Sinn. Also schwere Jäger ist jetzt hier auf alle Fälle erstmal angesagt. So. Schau mal, wie sich das auswirkt hier. So, hier ist auf alle Fälle grün. Gut, lass die Offensive sein, hier komm. Löschen erstmal die zwei. Und ihr kriegt einfach hier eure Front hin. Ja, hätte ich gesagt eigentlich. Hoffen wir, dass das jetzt hier die richtige Front ist. So, die sollen einfach bleiben, weil für die gibt es eh keine Hoffnung langfristig. Das ist. Könnt ihr gerne rumgammeln. Wenn ihr meint, dass das eure Berufung ist. So, hier kann man Flughafen hinbauen. Infrastruktur ausbauen. Hafen ausbauen. Wir schauen jetzt mal ganz kurz wegen Gehorsam. Muss wieder Gebiete koren. Ne, das wollte ich nicht machen. So, Gehorsam. Also, dann gucken wir mal. Wir haben hier enorm hohes Gehorsam, aber auch. Ah, Italien ist nicht mit uns im Frieden, ne? Hier ist das Gehorsam niedrig. Die Türkei könnte man koren, aber hier ist auch das Gehorsam im Popo. Okay, 68%. Relativ teuer leider. Na gut, was willst du machen in meiner Situation? Wenn die Manpower ausgeht. Und übrigens, ich sag's auch immer wieder gerne mit dazu. Die KI kann und tut ebenfalls Gebiete koren. Das ist kein Player-Only-Bonus. Das ist ein ganz normaler, eine Mod, die auch von der KI genutzt wird, um eben ihre Manpower zu verstärken. So. Jetzt haben wir die hier doch nochmal losgewonnen. Das heißt, ihr kriegt dieses Gebiet mit dazu. Und dieses Gebiet eigentlich nicht. Wir geben es euch trotzdem mal mit dazu. Können ein bisschen Krawall machen. So. Also hier ist grün. Relativ deutlich sogar.
Gehen wir alle dort drüben hin. Hier auch. Die 400 würde ich gerne noch woanders hinschicken, aber geht nicht. Schicken wir die 200 dorthin. So, jetzt haben wir hier noch 700. Das passt. Wie gesagt, Hauptsache, dass wir jetzt hier Flugzeuge haben, dass hier nicht auf dumme Gedanken kommen. Oder vielleicht, warte mal. Aber ich schicke mal dort nochmal mit hin. Ja, Offensive ist wirklich brutale Luftüberlegenheit. Also langfristig können sie das niemals verteidigen. Nie im Leben. So. Ihr verteidigt Gebiete. Ihr verteidigt Gebiete. Ihr seid in Amerika. Erstmal unsere ganzen Divisionen verstärken. Also hier sind wir fast fertig, by the way. Und will ich an der Stelle sagen, eine weitere harte Folge geht zu Ende. Und die großen Kriege gegen Russland und Amerika haben noch nicht mal begonnen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi.